Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir uns um einige Parallelquests gekümmert und jetzt stehe ich wieder vor einem Meister und ihr wisst, was das bedeutet, ne? Wir werden jetzt weiter mit drei Meistern heute trainieren. Und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Der erste ist Jacko. Was echt ein Mordsglück, dass ich dich trainiere. Ich bin stets ein Mitglied der Galaxis-Patrouille, ein Super-Elite. Wir sind mächtig gefragt. Zeit mit dir zu verbringen hat mir einiges klar gemacht. Oh ja, du bist auch eines Tages auf Galaxis-Patrouille gehören. Eines Tages. Du musst hart trainieren und stärker werden. Du brauchst die Kraft, um die Galaxis mit mir zu beschützen. Außerdem habe ich dem Hauptquartier gesagt, dass ich dich rekrutiert habe. Und zurück an die Arbeit. Und sei stolz, dass ein Super-Elite-Beschützer der Galaxis dich dreht. Ich warte groß von dir. Ja. Übrigens, was euch dabei gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar lassen. Das würde mich sehr freuen und dem Kanal sehr weiterhelfen. Du bist tatsächlich stärker. Es ist fast an der Zeit für meine Speziallektion. Sie ist Pflicht, wenn du Galaxis-Patrouille beitreten willst. Mein Boss sagt, dass du die Gesetze der Galaxis lernen musst. Ich sehe das anders. Das Wichtigste an der Galaxis-Patrouille sind... Ha, genau, coole Posen. Yay! Ein Mitglied der Galaxis-Patrouille muss den Jungs zeigen, dass es niemanden gibt, der cooler ist mit einer krassen Anfangspose. Ich habe schon eins Besonderes für dich ausgedacht. Die Einleitung hat 65 Seiten. Super, oder? Ich habe die ganze Nacht gebraucht. War jetzt aufgeschrieben, von deiner Fingerhaltung bis hin zur Zehenstellung. Schlagen wir sie doch mal auf. Moment mal, wo ist sie? Nein, nein, nein. Ich muss sie verloren haben, als ich im Meer geplatscht bin. Deine Pose-Lektion muss wohl noch einige Tage warten. Aber keine Sorge, ich habe mir die coolste Pose aller Zeit ausgedacht. Alle werden dich lieben. Yay. Hehehe, die Zeit ist gekommen. Du bist jetzt stark genug mit mir ins Hauptquartier. Komm mit mir ins Hauptquartier. Du bist Teil der Galaxis-Patrouille. Was? Du willst nicht? Du willst bei der Zeitpatrouille bleiben? Aber die Galaxis-Patrouille ist echt toll. Die Bezahlung ist hervorragend und die Uniform ist total scharf. Ist also weiter die Geschichte beschützen? Okay, ich verstehe. Du kannst die Zeit der Galaxis beschützen und ich beschütze die Galaxis. Wir werden das Schild sein, der die Galaxis vor Übeltätern beschützt. Das bedeutet, du musst stärker werden. Heute werde ich dich besonders hart dran nehmen. Aber sollst du dich jemals der Galaxis-Patrouille anschließen wollen, sag mir einfach Bescheid, okay? Ich werde dich mit offenen Armen erwarten. Okay. Ja, du bist die letzte Person der ganzen Galaxis. Okay. Ja, ich bin gut im Zuhören, ne? Ich will irgendwie nie widersprechen oder so. Elitestrahl. Okay, bitte sei ein vernünftiger Angriff, der nicht wieder, weil nicht voll kryptisch ist und ich mir es nicht erlaubt, irgendwie dich zu treffen am Ende. Lektion 1. Hey. Alter. Wollat. Da muss ich noch gegen dich kämpfen. Bleib. Komm her. Das war eine geile Pose. Mal, wie du hast das aber eingesetzt. Du kannst ihn eigentlich auch. Bam, so. Muss ich eigentlich in jeden Satz irgendwie Super Elite einpacken oder Galaxis Patrouille? Brauche ich doch. Du auch. Was? Lass deine Schwäche raus, okay. Okay, ich mag die Musik im Hintergrund. Ich möchte wieder so glücklichere Musik haben. Wir müssen bald mit der Story weitermachen. Ja, neues Ausbleiben. Puh, du bist besser als ich dachte. Ich wusste, ein Super-Elite hat einfach ein Auge für Talent. Du gehörst zu den Stärksten hier, oder? Lass uns weitermachen, dann bist du im Handumdrehen auch eine Super-Elite. Etwa das heutige Training beendet, lass jetzt deinen Körper und Geist rumkommen. Super-Elite. Okay, Nummer 1. Ja, wir kämpfen, würde ich sagen. Ja, bis jetzt ging es schnell. Da scheint Super-Elite, okay. Boah, was? Elite-Beschuss. Freezer und seine Gefährten. Warte, ich sehe nicht Freezer. Ist ja nur ein paar Cybermen und Apoll. In der Nähe irgendjemand mit Klavier hier spielen. Ich höre die ganze Zeit irgendwie Musik. Wenn es ganz still ist. Jakobit, nein! Was zum?
Oh, bleib hier. Raspberry war das? Nee. Wir machen, der taucht euch auf. Wir haben mich ja gerade abgebrochen. Ich glaube, bleibst du hier. Den Rücken gefallen. Pull, komm her. Und trifft er überhaupt nichts, ey. Geiler Angriff. Oh mein Jaco. Was? Auch Mann. Kann nichts bringen. Läuft viel zu lange. So. Doof. Ja, da triffst du aber gar nichts, ey. Knack. Ja, boff. Ey. Doof, so. Komm noch, Alvin. Nabel. Naja, ein Nabel ist ein Nabel. Ey, die tun immer ihre... Ja, wenn die am Anfang... Das ist doch sowas von... Bescheuert, ey. Ja, wenn die abwehren und ich, wenn ich angreife und die abwehren, tut jedes Mal, wenn ich diesen Kick von unten mache, ihre Abwehr abbrechen. Jedes einzelne Mal. Ist doch voller Fehler in der KI. Ah. Na gut. Letzte Fähigkeit schon. Ausgezeichnet. Komm her, ja. Was aus mit der Welt? Ich hätte nicht gedacht, dass Freezer sollte jetzt treffen. Das war schlecht. Aber dieses gesehen hat gegen die mächtigste Galaxis-Patrouille keine Chance. Wenn der Boss auftaucht, naja, wir werden sehen. Okay, für einen Kalender hast du dich ganz gut geschlagen. Ich wusste, dass du Talent hast. Wenn die bösen Jungs wieder auftauchen, zeigst du ihnen, wo der Hammer hängt. Super, Elite. Ehrlich gesagt, warst du schon stark, als du es bei mir angefangen hast. Ich kann dir nichts Neues beibringen. Aber wir sind gemeinsam so weit gekommen. Das ist ein Knallbend. Mit weniger würde ich keinen von uns beiden zufrieden geben. Also genug geredet. Bringen wir es zu Ende. Okay. Super Elite. Ja, ich hab's gesehen. Super Elite-Kombo. Ja, und danach haben wir noch zwei übrig. Dann haben wir noch Pan und Broly übrig. Broly habe ich noch nicht fertig. Jetzt machen wir Builds und dann Hit, glaube ich. Wirkt eine stylische Kombo, die nur wahre Helden möglich ist. Super Elite, ich hab gehört. Aussterbbombe, was für ein Ding? Ich weiß, du könntest mich voll weghauen, wenn du wolltest und so, ne? Ja, danke, geil. Ja, ist gut, lass mich diesen blöden Angriff einsetzen. Okay, eins abgeschlossen. Fehlen noch zwei. Jetzt Hit, dein einziger DLC. Der einzige DLC-Meister nicht getroffen habe, ja. Was gezeigt, dein Training ist jetzt offiziell vorbei. Du bist jetzt eine waschechte Elite. Du musst ja so glücklich sein. Du kannst echt stolz auf dich sein. Erzähl deinen Freunden davon. Aber vergiss nicht, dass du nur ein Elite bist. Es gibt immer einen jemanden, der noch besser ist als du. Ja, und dieser jemand, der bin ich. Bei meinem Raumschiff, bis mein Raumschiff da ist, bringe ich dir jederzeit gerne das Super Elite-Kohlen bei. Dann komm mal mit Ex-Cadet.
Aber der Bills, der ist hier. Boah. Ohio. Sag mal, Meister. Was? Keine Chance, das klingt fürchterlich. Warte mal, ja, ich erlaube es. Was? Achso, verdammt. Oh. Ich muss so meinen Schüler einstellen. Achso, ja, das ist jetzt wieder anders. Okay. Ohio. Ohio. Wo ist Ohio? Ich habe leider nicht das Temperament, um jemanden zu trainieren. Bei mir hört sich alles immer schrecklich langweilig an. Ich bin der Gott der Zerstörung. Warum sollte ich arbeiten, um etwas zu erschaffen? Das war eine unendlich langweilige Vorstellung. Und hier bin ich und bring dir meine Technik bei. Du hast etwas an dir, das mich sehr fasziniert. In Millionen von Jahren meines Lebens hat mich kaum ein Sterblicher so interessiert. Und das letzte Mal ist schon lange her. Ja, im ersten Teil. Ein paar Jahre. Was? Du kommst mir jedes Mal verändert vor, wenn ich dich sehe. Wie kann ich so schreien? Du überrascht mich. Du lernst unheimlich schnell. Nicht, dass deine Stärke etwas Besonderes wäre. Tja, könnte sein, dass ich dich interessant finde. Nur Spaß. Ich erinnere mich nicht, dass du so stark warst. Du kommst mir wieder verändert vor. Deine Entwicklung ist schon fast beendigend. Vielleicht wirst du eines Tages unermesslich stark. Vielleicht sogar stark genug, um gegen mich anzutreten. Ha, das klingt ziemlich vielversprechend. Also dann, ich hätte Lust, es heute zu versuchen, weil ich wäre stärker und fordere mich heraus. Keine Sorge, ich weiß, dass du immer noch ein Schwächling bist, der mir nicht das Wasser reichen kann. Du musst einfach nur Geduld haben. Okay. Also bei einer Höhlenattacke lernen wir erst Amoklauf des Gott der Zerstörung. Ich kämpfe gegen, ja. Bills magst du auch nicht so als Charakter. Also es ist irgendwie, dass die ganze Zeit ein Charakter rumläuft, der irgendwie alles fertig machen könnte, wenn er wollte. Und auch so mein Angriff. Okay, ja. Boah, leck mich auf. Jedes einzelne Mal. Ich kann nicht hinter Son Goku gelangen. Der greift mich immer mit seinem blöden Angriff. Und dann, nachdem ich es sage, passiert es natürlich. Ja, warum verbraucht er all meine Ausdauer? Ja. Nein, das wollte ich nicht. Ja, dieser Angriff ist schon ein bisschen unfair. Die gesamte Ausdauer geht auf Flöten. Der Angriff ist voll unfair, ey. Tut die Ausdauer einen Schlag weghauen, egal ob die abwehren oder nicht. Ich kann mich super zu einschauen, aber nicht mehr eingefallen. Ich kann mich ja gar nicht verwandeln. Ja, festgelegte Angriffe. So, neues Ausbildungslevel, ja. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt habe ich weitaus Schlimmeres erwartet. Du warst das lästige Warten auf jeden Fall wert. Vielleicht bringt der Unterricht sogar Spaß. Ich muss mich auf das nächste Training gut vorbereiten. Das ist ein wenig üben. Mach weiter, bis du die Technik beherrscht. Klar, fertig. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe dein heutiges Training nachgedacht. Wir bekommen Besuch von einem speziellen Lehrer, aber keine Sorge, er ist dir bestens bekannt. Als von dir sprach, hat er mir beinahe angefühlt, mir helfen zu dürfen. Also gut, wollen wir anfangen? Okay. Warte. Ehemalige Lehrer? Hat unter Kulani trainiert.
Was? Oder doch? Weiß ich gar nicht. Und aus auch weg. Das ist voll unfair, der Angriff. Oh Gott, nichts getroffen. Ja, was soll man denn da gar nicht machen? Warum sieht er auf alle so herab? Ich meine, er war doch bestimmt auch nicht so stark geboren, oder? Oder? Er wurde so stark geworden. Muss er auch irgendwie trainiert haben, um so stark zu werden, oder? Du bist jetzt ja sein Meister, also muss er ja trainiert haben, um so stark zu sein. Ist auch logisch für Son Goku und Vegeta auch so stark zu werden. Ein gutes Ding, ich hätte mein Eis ablegen sollen. Eine Eisenpumpe war wohl kein würdiger Gegner für so einen starken Kämpfer wie dich. Ich muss meinen Ansatz überdenken. Ich war jetzt um einiges schwieriger, also trainiere hart für uns. Entschuldigung. Also trainiere hart für deine nächste Sitzung, sonst wirst du sterben. Nun gut, ich gehe noch einen aussuchen. Bis später. Also, wenn ich dir einen halb gebackenen Gegner überwerfen würde, würdest du ihn in wenigen Sekunden verputzen. Wie langsam Zeit, dass du gegen mich antrittst. Das wird wohl dein letztes Training sein. Heute kämpfst du endlich gegen mich. Ich könnte kein besseres Training vorstellen. Und du? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, das wäre ja Zerstörung, ja. So, dann bleibt nur noch Hit im Moment. Der ist ein DLC. Meister. Ich erstmal den normalen hier abschließen, wenn es geht. Ja, ich habe ja keinen. Ja, ein großer Song. Ja. Abgewehrt und dann am Ende natürlich, boah, trifft doch mit dem Teil. Und trifft gefährlich damit. Reicht das? Glaube ich nicht. Ja, das haben voll viele Charaktere dieser Art. Da geht mir so auf den Nerven. Dragon Ball. Jacko, Mr. Satan. Oh.
Wunderschön, einfach wunderschön. Du bist ein strahlendes Gewebe unter den Zeitsäulen. Dadurch, dass ich so gut trainiert habe, ist hoffentlich meine Schuld gegenüber dem alten Kai schon beglichen. Ich muss den Weg des Kriegers nun alleine weitergehen, oder nicht? Kriegers. Wie jetzt Goku und Vegeta. Eigentlich wollte ich auf keinen Fall jemanden trainieren, aber dann hat es mir Spaß gemacht. Ist toll, sobald, wie weit du schon bist. Weiter so, okay? So, wie viel Prozent haben wir? 87. So. Ach, 12 fehlt ja auch noch. Und dann habe ich ganz vergessen. Wir haben Bitwolf mit Hit. Mit erstmal Zell hier. Durchgeknüppelt. Wakamoto, komm her. Da guckt ihr mich dahin, hallo. Jo, Koso. Halt. Irgendwas stand da jetzt gerade. Keine Ahnung. Ja. Servo. Was? Okay. Wir haben eine Trophäe bekommen. Nicht ehrgeizig. Was ist? Was? Ist es wirklich so schwer zu erzählen, dass ich ausbilde? Ich sehe das Problem nicht. Ich denke, jemand eines Niveaus kann das einfach nicht begreifen. Weißt du, wenn ich keinen starken Gegner habe, gegen den ich meine perfekte Form testen kann, ist das Leben eher langweilig. Das ist alles, was ein Training für mich ist. Ein Zeitvertreib. Gut, gut. Ich habe dich für einen zweitklassigen Schläger gehalten und nie damit gerechnet, dass du so stark wirst. Warum kehrt Cell nicht zurück? Ich meine, wir haben Majin Buu als Fetten in Super und wir haben Freezer. Cell muss zurückkehren. Das wäre doch geil. Cell ist doch irgendwie, weil nicht der Beste von den dreien, finde ich. Aber das nächste, was ändert nicht an der Tatsache, dass du unglaublich grobschlächtig bist. Ich muss weiter trainieren, um meine Erwartungen zu erfüllen. Wenn du nicht gut genug bist, wirst du nur eine weitere Energiequelle für mich, kapiert? Ich fange an, Erwartungen an dich zu haben, so oft du mir furchtlos deine Präsenz gezeigt hast. Ich muss applaudieren, dein Antrieb ist bewundernswert, also für einen Amateur. Ha, was für eine seltsame Wendung. Ich freue mich tatsächlich darauf zu sehen, wie du besser wirst. Also, mach weiter mit dem Training und werde stark genug, um mich herauszufordern. Gefürchtet des Höllen-Duo 1. Freezer und Cell. Ah. Gravitationseinschlag. Okay. Na los, komm. Na los, na los. もちろん理解していると。オッケー。私が前に攻撃する。わかった。教えたことでそれを認識し。私を攻撃して。だすんコンター。ねえ、ぜっ。死にたくなければ。これ、もし、じゃあ、に、あ、ん、せ、ん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 、に、あ、ん、せ、
Perfekter Schuss. Warte. Viele Sachen in Kia-Explosion abwehren. Ja, er trifft natürlich beim allerersten Mal, wo er diese Attacke einsetzt. Ja, nicht schlecht. Ah, nein, ich muss ihn damit besiegen, natürlich. Lass dich treffen. Das ist schon die perfekte, ultimative perfekt. Boah. Nein, ich will Dings. Das hier. Ja, falsch Angriff. Mann, hör auf damit. Ich will dich auch nur treffen damit. Danke. So, du hast dich sehr gut gegen mich und mich behauptet. Da fand ich echt toll, wie du mir auf die Fresse gegeben hast. Und mir. Und den anderen auch. Das war vielleicht so zweite Form von. Die zweite Form von Zell. Oh, so this is how lips feel like. Oh, das ist natürlich meine nicht perfekte Form, aber du hast trotzdem gut gekämpft. Deine Kräfte wachsen Tag für Tag. Du bist von einem Schüler warte. Der Tag, an dem du Perfektion erlangst, ist nah. Wir haben unsere nächste Sitzung in einen Meilenstein. Ich freue mich darauf. Oh, ich auch. Ist es eine Zeit? Nein, noch nicht. Seine Kraft in der letzten Zeit untypische Steigerung erfahren. Das ist ebenso immer am Sand wie besorgniserregend. Je mehr du würdig bist, mich in voller Kraft zu bekämpfen, desto mehr näherst du dich am Ende meiner Trainingssitzung. Wird Zeit, dir eine meiner besten Techniken zu zeigen. Kehr zu mir zurück, wenn du bereit bist. Ich bin schon zurück. Warte. Soll ich mal kurz zu diesem Berg rennen? Soll ich gleich noch mal machen? Das sind zwei verschiedene Zells, ne? Das ist die super perfekte Form. Das ist nur perfekte, ne? Glaube ich. Die leuchten irgendwie auf verschiedene Weisen. Die super perfekte Form. Also mit super perfekt Form meine ich die Form, mit der er sich wiederbelebt hat, nachdem er sich selbst in die Luft gejagt hat. Die hat Blitze um sich, das weiß ich. Perfekte Kamehameha, ja, jawohl. Ich habe diese Attacke geliebt im ersten Teil. Verdammt. Ich brauche mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Nein! Stell dich vor mir, ausgezeichnet. Ja, war geil. Der mich getroffen, weil er zu groß war, was? Yeah. Au. Nein! Oh. Ja, nur ein KP. Ja, jetzt kriegst du auf Maul. Nein, du, hör auf damit. Perfekte Kamehameha. Ah, nein, daneben. Auf damit. Auf, nicht zu sterben. Stop it. Stop not dying. Wir müssen später anfangen, oder? Boom!
Das war immer noch die beste Version vom Kamehameha. Oh, danke. War doch volle Kraft, Cell. Ja, ich habe die Attacke nicht bekommen, weil ich so schon hatte. Aha. Gut. Haben wir wieder drei Meister geschafft, so wie geplant. Broly muss ich noch hochballern. Pan kann ich nicht hochballern. Das klingt so falsch, weil ich sie noch nicht als Charakter habe. Du hast einmal die Trainingssitzung abgeschlossen. Das bedeutet das Ende eines Trainings. Deines Trainings. Du bist jetzt in der Lage, Schulter an Schulter mit mir zu stehen. Auch wenn ich es irgendwie bereue, dich so weit trainiert zu haben. Die Arena von unserem finalen Kampf sollte majestätischer sein als dir. Hier ist es zu Öl für einen weltenerschütternden Kampf. Setze die Technik, die ich dir gezeigt habe, gut ein. Hör nie auf, deine Kraft zu steigern. Wenn du die Perfektion erreicht hast, bin ich im Kampf mit dir bereit. Ich muss gestehen, ich habe das Training nur begonnen, um Zeit totzuschlagen. Mit solchen Ergebnissen hatte ich nicht gerechnet. Ich muss dir danken. Ja, haha. Ausgezeichnet. Von Norio Wakamoto auch endlich abgeschlossen. Und ja. Das heißt ja dann, wir können den Part beenden. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen, um eure Begeisterung, eure Zufriedenheit oder so Ausdruck zu verleihen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.